Mein persönliches Highlight bei weitem ist Bei eines der, weitem. bei weitem das großartigste und vielleicht puristischste neue Auto, was es überhaupt noch auf dem Markt gibt. Das ist der Suzuki Jimny. Wie könnte es anders sein? Es ist eine richtig interessante Sache, weil ich habe ja auch ein Jahr für Suzuki gearbeitet, also für die Agentur, die Suzuki Deutschland betreut. Und ich bin jetzt super gespannt darüber, was du erzählst, weil ich kenne die Marketing-Insights so ein bisschen. Und was ich jetzt nicht unbedingt ausplaudern will, alles. Aber obwohl ich dafür gearbeitet habe, bin ich das Ding noch nie gefahren. Oh, wow. Nie. Deswegen Okay. ist es eigentlich, ja, man arbeitet für einen Hersteller und kommt dann als Mitarbeiter nicht dazu, diese Kisten zu fahren, obwohl die natürlich intern immer welche da hatten, obwohl sie nicht verkauft wurden. Oder nicht mehr verkauft werden durften. Oder es Lieferschwierigkeiten gab. Da sprichst du schon die erste Sache an, die das Modellleben des Jimny ein bisschen erschwert hat. Das sind die Lieferschwierigkeiten. Also die Nachfrage nach den Autos war wirklich gut. Ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. Es gibt einige, die häufiger mal durch den Wald fahren oder die auch einfach so auf dem Land leben und ein kleines, landtaugliches Auto haben wollen. Und alle wollten so ein Jimny, vor allem weil es bei mir in der Nähe auch noch einen Suzuki-Händler gab. Es hat sich einfach so angeboten. Und dann haben sie gefragt und es gab einfach nie Modelle. Also die Preise sind extrem hochgegangen, alleine wenn man auf Mobile geschaut hat, vor ja, 2, 3 Jahren schon. Ja, oder Kleinanzeigen, das ist wirklich, Genau, man die Preise hatte, waren über Listenpreis. ja, für Neuwagen. Das Für passiert sonst nur halt Neuwagen. bei Porsche oder so, wenn mal ein Sondermodell rauskommt. Ich weiß nicht, das war damals beim GT3 RS so, dass die dann nach so einem halben Jahr 50.000 Euro mehr gelistet waren, einfach weil auch die Fahrzeuge so knapp waren. Aber halt bei einem Suzuki. Jetzt ist aber das Problem, dass dieser Motor nicht mehr die CO2-Vorschriften einhalten kann. Und deswegen darf der Jimny in seiner derzeitigen Ausführung nicht verkauft werden. Das bedeutet Als PKW. als PKW, genau. Und PKW bedeutet in diesem Fall, dass er 4 Sitze hat. Man kann das jetzt aber umgehen. Und Suzuki versucht das auch, indem sie 2 Sitze hinten wegnehmen und es als Nutzfahrzeug verkaufen. Das ist der eine Weg, wie sie das jetzt machen. Aber das andere, was viel interessanter ist, wie ich finde, es gibt Gerüchte, die sich jetzt auch schon etwas verhärten, dass es demnächst eine fünftürige, ja, fünftürige, also viertürige, je nachdem, wie man es definiert, ob das hintere eine Tür ist, ja, eigentlich schon. Also eine fünftürige Jimny-Variante, genau, die soll es geben. Und die bekommt auch noch einen anderen Motor. Nicht mehr diesen kleinen möglicherweise, sondern es soll ein Turbo sein und ein Mildhybrid. Das heißt, der Jimny wird weiterleben und er wird noch leistungsstärker. Ich meine, wie. Ah! Und größer. Ich möchte an dieser Stelle mal wild spekulieren. Ich habe mir nämlich zwei Oh. Motoren. Oh, ja, genau. Vielleicht ein Ignis-Motor. Zwei Motoren, die in Frage kommen könnten. Das eine wäre, also zum einen. Viele Motoren, die Suzuki in der Vergangenheit hatte, in der jüngeren Vergangenheit sogar, die sind jetzt auch aus dem Programm geflogen. Es ist alles Mildhybrid. Genau, das Einzige, was übrig geblieben ist, sind noch die Mildhybride. Das Ja. hat man jetzt zuerst gesehen beim Swift Sport beispielsweise, der dadurch sogar an Leistung verloren hat. Der hat jetzt 129 PS mit dem Mildhybrid-System. Vorher müssten es 140 gewesen sein. Und der andere Motor, der im Ignis zum Beispiel zum Einsatz kommt, ist der 1,2 Liter Vierzylinder. Der hat 83 PS, aber der hat keinen Turbo, aber eben das Mildhybrid-System. Und jetzt würde ich mal behaupten, dass dieser Motor wahrscheinlich für den fünftürigen Jimny zu schwach sein wird. Ja, Der kann es also eigentlich nicht sein. sollte man wirklich nicht machen. Was aber wiederum für den Motor spricht, ist das Fünfganggetriebe. Also der Jimny hat auch ein Fünfganggetriebe. Und ich weiß nicht, inwiefern moderne Motoren mit dieser sehr archaischen alten Allradtechnik kompatibel sind. Da wird wahrscheinlich auch sehr viel Aufwand betrieben werden müssen, um dieses System, Starrachsen und so weiter, mit zum Beispiel einem Sechsganggetriebe zu paaren. Ja. Irgendwo muss ja auch noch die Untersetzung Platz haben. Oder man verzichtet auf die Untersetzung, aber dann ist es halt einfach kein Jimny mehr. Nee, das geht eigentlich gar nicht, außer sie würden die Karosserie irgendwie auf eine Vitara-Plattform draufzwingen, aber das ist dann wieder was völlig anderes. Ja, das wäre dann das, was Land Rover mit dem Defender gemacht hat. Und dann
beschweren sich die Leute, die Starachsen wollen. Also ich hoffe, dass sie diesen Weg nicht gehen. Ich denke, sie müssen bei den Starachsen bleiben, aber sie werden wahrscheinlich auch diesen 1,4 Liter Booster Jet mit 129 PS Mildhybrid-System nehmen. Und das wäre natürlich grandios. Der Jimny wiegt etwa 1090 Kilo im Moment. Etwa 1090 Kilo. Ja, also je nachdem, welche Angabe man hat, ne, ist ja ein bisschen Ja. mehr, ein bisschen weniger. Und ich schätze jetzt einfach mal, wenn der 5 Türen bekommt, dann sagen wir mal großzügig, dass er vielleicht 200 Kilo mehr wiegt, vielleicht auch 250 oder so. Dass er in etwa, ich meine, der Vitara, der wiegt ja auch nicht viel. Ich glaube, der Vitara ist auch bei 1200, Alle 1300. Suzuki-Modelle wiegen nicht viel. Das ist ja auch so ein bisschen denen ihr USP, dass die einfach super leichte Autos bauen. Also wenn es wirklich so kommt, ein 5-türiger Jimny mit einem gescheiten Motor, der auch ein bisschen Leistung bekommt, der hoffentlich auch eine Getriebeübersetzung bekommt, die verhindert, dass man bei 100, 110 km/h im Begrenzer hängt, dann ist das ein absolutes Traumauto für mich. Ja, dann würde ich jetzt schon mal eine Bestellung abgeben und vielleicht gleich 5 oder 6 bestellen und dann kann man die dann im Zweifel danach irgendwo inserieren und richtig, richtig Kasse machen.